Gesellschaft. Ich glaube, ganz wichtig in dem Punkt ist einfach, dass wir uns selbst sehen als biopsychokulturelle Menschen. Rolf Steppacher, er arbeitet, ist Dozent für Entwicklungs- und ökologische Ökonomie am Institut für Entwicklungsstudien der Universität Genf und lehrt auch noch an weiteren Universitäten, zähle ich jetzt gar nicht alle auf. Und seine Themen sind Grundlagen auch alternativer ökonomischer Theorie und Ökologie, um nur ein, zwei Stichworte auch zu nennen. Ich habe ihn gebeten, auch ein bisschen, zumindest auch einen Teil seines Statements, auf diese, finde ich, ganz spannende Frage, dass er sich damit beschäftigt hat, mit den Begriffen Eigentum im Gegensatz auch zum Besitz und wie man das in Bezug auch auf unser Wachstumsverständnis setzen kann. Ich hatte allerdings dann heute Morgen gedacht, etwas generell müsste ich schon anfangen, bevor ich direkt auf diese beiden Schlüsselbegriffe eingehe. Und wenn ich darf, würde ich sagen, dass natürlich aus dem Titel die Fragen auftauchen, was verstehen wir wirklich unter Natur, was verstehen wir unter den Menschen, was verstehen wir unter der Gesellschaft und was verstehen wir unter der Wirtschaft. Im Grunde meint das alle diese riesigen Fragen, aber ich möchte nur drei, vier Punkte dazu sagen. Ich glaube, bei den ökologischen Fragen besteht immer das Gefahr, also beim Naturverständnis, dass wir einfach grundlegende Dinge nicht zur Kenntnis nehmen. Zum Beispiel, ich möchte nur zwei, drei Zeitperspektiven geben. Während der letzten 600.000 Jahre, was ziemlich viel ist, das sind also sechs Nullen, ja, haben wir den CO2-Gehalt zwischen 150 und 250 ppm variieren gehabt. Heute sind wir bei 380. Und ich möchte einfach daran erinnern, viele Diskussionen sagen, es hat ja immer geschwankt. Ja, es hat geschwankt, aber in einer Bandbreite, bei der wir uns weit außerhalb von dem befinden, was über Hunderttausende von Jahren gegeben war. Und das ist nachgewiesen über diese Bohrungen in das Eis. Eine zweite Geschichte. Die Geologen denken in Größenordnungen von 10.000 bis 12.000 Jahren für eine Ära. Ja? Also wir hatten jetzt die Holosphäre in der Geologie über sehr lange Zeit. Jetzt reden die Geologen davon, dass wir eigentlich von einer Anthroposphäre sprechen müssen, weil zum ersten Mal historisch die Menschen einen größeren Einfluss auf die Geologie haben als die Natur selbst. Also wir sind in neuen qualitativen Bedingungen, die der Zeithorizont ein ganz anderer geworden ist, als von dem, was wir uns angewöhnt haben, zu denken. Diese Peak-Oil-Situation ist natürlich, also dieses Ergebnis, nicht wahr, dass wir auf der einen Seite die Exploration haben, das sind ja die Hubert-Kurven, da wissen eben auch, wissen wir eigentlich zu wenig drüber im Allgemeinen, ja, dass zunächst, wenn die Exploration nicht mehr viel bringt, dann nach einem gewissen Abstand die Produktion entsprechend zurückgeht. Die Voraussage für die USA war praktisch aufs Jahr korrekt, also vorausgesagt von Jahrzehnten und weltweit sind wir in der Situation. Ich glaube, wir sind uns nicht bewusst, was es heißt, diese Situation, und ich werde zwei, drei Punkte am Schluss dazu dann wieder zurückkommen. Aber noch zuerst etwas, also mein Ökologieverständnis, diese Größenordnungen, was ist die Situation der Erde, was ist die Biosphäre, was ist zum Beispiel in Bezug auf die Offenheit, das System Erde ist offen nur gegenüber der Sonne, die Biosphäre ist offen auch gegenüber der Lithosphäre, hat das auch den Austausch mit der Materie, das andere ist nur Energieaustausch. Unterschiedliche Logiken der Systembegriffe. Und dann auf die andere Frage auch, wie wir natürlich als Menschen eingeordnet sind in diese ökologischen Zusammenhänge, diese biogeochemischen Kreisläufe, die eigentlich die Basis sind und wie der Metabolismus ist, generell für uns und dann aber auch für die Wirtschaft. Ich glaube, ganz wichtig in dem Punkt ist einfach, dass wir uns selbst sehen als biopsychokulturelle Menschen. Also wir sind, und das ist das spezifisch Biologische in dieser Situation, wir sind eigentlich als quasi Embryonen geboren, nicht wahr? Diese zu Frühgeburt. Wir sind über lange Zeit in einem völlig abhängigen Zustand und die Entwicklung ist deshalb einerseits bestimmt durch unsere Natur in uns, also es ist nicht nur eine Situation, die Natur nach außen anzusehen, sondern die Natur in uns und über die haben wir oft nur Zugang über die tiefen Psychologie.
ob unsere Selbstorganisation bei der Geburt gestört wurde oder nicht, je nach Zeitpunkt, ob sie leben durfte oder nicht, sind Fragestellungen, die wir selten kennen. Ich selbst musste sie für mich überprüfen. Es ist ziemlich viel Arbeit, darunter zu gehen und das zu klären und dann wieder zu ordnen. Gestörte Selbstorganisationen, Zeitabläufen über diese Interventionen der Mechanismen der Natur in uns, ist eine große Sache, die wir selten diskutieren. Wenn es uns nicht bewusst ist, projizieren wir all das auf irgendwelche Zusammenhänge in der Natur oder in der Gesellschaft. Das wäre ein ganzes Kapitel, aber nur eine Randbemerkung. Also wir haben einerseits die Selbstorganisation in uns, uns selbst zu werden, die Individuation, oder die Konditionierung durch die Gesellschaft, und das bringt uns nicht nur zur Natur, sondern zur Gesellschaft, über die Situation, wo wir durch die gesellschaftlichen Werte, die wir internalisieren, die Welt so sehen, wie wir das in einer bestimmten Gesellschaft lehren und unterschiedlich je nach Kultur. Also von daher haben wir immer diese drei Ebenen. Und jetzt kommt die wirtschaftliche Frage, wo steckt denn da die Wirtschaft drin? Also einerseits sind ja über die Institutionen die wirtschaftlichen Bedingungen definiert über gesellschaftliche Rahmenbedingungen und andererseits ist jeder wirtschaftliche Prozess gleichzeitig ein Metabolismus, in dem er Energiematerie umwandelt und untersteht den thermodynamischen Gesetzen mit den irreversiblen Prozessen der Degradierung, die damit einhergehen. Wir haben also bei der Wirtschaft diese drei Ebenen. Einerseits die Ebene über die Produktion und die Verteilung, die gesellschaftlich bestimmt sind. Darunter die Ebene, die ökologisch mit einbezogen ist. Und darüber haben wir eine Abstraktion, die ich soeben erklären will, über den Eigentumsbegriff in die Logik der monetären, finanziellen, abstrakten Diskussion von Zusammenhängen. Also das nur meine kurzen Bemerkungen, dass wir in Wirklichkeit immer diese Zusammenhänge denken müssen gleichzeitig und dass, wenn wir über Wirtschaft sprechen, immer in diesen Zusammenhängen stehen. Nun jetzt, was möchte ich auswählen, um diese Wachstumsproblematik zu präzisieren? Ich möchte von den gesellschaftlichen Bedingungen einerseits möchte ich die ganz spezifischen Charakteristika und die Logik des Eigentums auswählen, um zu zeigen, dass uns das zwingt, in diesem Wachstum zu sein. Und auf der anderen Seite von der Ökologie her die besonderen Qualitäten der mineralischen Ressourcen wie dem Erdöl darstellen, um zu zeigen, dass die Kombination von Eigentum und mineralischen Ressourcen diese Logik war, die die letzten 150 Jahre der Entwicklung bestimmt hat. Und weil es diese Kerninstitution und Kerntechnologiefrage betrifft, ist es so schwierig, davon wegzugehen. Und das Problem darin ist, ist nicht, dass wir nicht weggehen können, aber dass wir einerseits den Mechanismus verstehen und andererseits uns keine Illusionen machen über das, was möglich ist. Und das habe ich gestern beim Vortrag von Herrn Pech so geschätzt. Er hat immer wieder darauf hingewiesen, Achtung, dass wir keine Illusionen haben über diesen und jenen Zusammenhang. Noch ganz kurz die wichtigsten Punkte. Ich nehme also einerseits die Logik des Eigentums und weshalb Eigentum uns zwingt zu wachsen. Es ist nämlich wirklich einfach. Eigentum hat zwei wirtschaftliche Potenziale. Einerseits definiert es die Nutzungsverhältnisse, was dürfen wir tun, mit welchen Ressourcen und welchem Gut, unter welchen Bedingungen, mit wem, für wie lange, die ganze rechtliche Situation darüber. Definiert die Nutzungsrechte. Es hat aber ein anderes wirtschaftliches Potenzial. Eigentum erlaubt über die Eigentumstitel als Sicherheit zu dienen in Kredittransaktionen und ist damit für die Geldschöpfung, für die Logik des Zinses, die Verschuldung und die monetäre Bewertung von fundamentaler Bedeutung. Wenn Sie ein Haus haben, können Sie es gleichzeitig nutzen, Sie können es vermieten und Sie können es als Sicherheit brauchen für Kredite. Nun heißt das, dass wir zwei Logiken haben. Einerseits ist dieses Eigentum verknüpft mit der finanziellen Ebene und definiert die wirtschaftliche Rationalität deshalb, weil mit einer Kreditsituation und einer Verschuldung wird ein wirtschaftliches Wachstum definiert aus der Zinseszinsrechnung, exponentielles Wirtschaftsrechnung.
Es wird ein Wirtschaftsdruck in der Zeitlichkeit definiert. Sie müssen die Schulden zurückzahlen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und es wird die Standardbewertung in der Ökonomie in Geldeinheiten, die Cost-Benefit-Analyse, wird ebenfalls als Routine-Situation definiert. Als Existenzkriterium gilt einfach die monetäre Solvabilität, wie heißt die? Die Zahlungsfähigkeit. Also wir müssen im Grunde berücksichtigen, was die wirtschaftlichen Imperative sind, die aus einer wirtschaftlichen Logik kommen. Und die Eigentumslogik ist radikal verschieden von dem, was wir in Entwicklungsländern oft haben, in anderen Gesellschaften, die Besitzlogik. Und Sie sehen das zum Beispiel beispielhaft, dass in der Besitzlogik haben Sie das Ernteanteilsystem als Modell und in der Eigentumslogik haben Sie das, nicht das Sharecropping, sondern das Shareholding. Also Sie haben die Bewertung der Eigentumstitel als zentrales Kriterium. Aber diese Logik definiert, dass Sie wachsen müssen, die Zeitlichkeit, die Bewertungsgrundlagen in Geld und diese Abstraktion von der realen Situation. Das hat einerseits einen Riesenvorteil und wir sollten die kreativen Aspekte dieses Teils nicht übersehen. Sie können nämlich aus einer aktuellen Situation das wirtschaftliche Potenzial denken und alternative Aktualisierungen später definieren. Also es ist durchaus möglich, und das ist einerseits diese Möglichkeit, kreativ in die Zukunft zu wirken, und ich glaube, das ist die Attraktivität des Kapitalismus, das können Sie erreichen. Und gleichzeitig, wie Binswanger das mal formuliert hat, sind Sie im faustischen Handel drin. Das ist die Ambivalenz der Situation. Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, wie kann dieser spezifische wirtschaftliche Druck, der aus der Eigentumslogik kommt, realisiert werden? Und da ist die Antwort traditionell gewesen, und das ist ein Teil der weitergehenden Entwicklungsländer. Natürlich konnte man, indem man sich die Besitzgesellschaften angeeignet hat, Eigentumstitel da geschaffen hat, wo früher der Besitz dieser Länder war, indem man das einfach übernimmt, hat man das gestohlen, wenn Sie so wollen. Sie haben auch durch ungleichen Tausch die Möglichkeit, eine Wachstumskurve hinzubekommen. Aber im großen Stil ist das nicht möglich. Und was wirklich passiert, und das ist unsere Geschichte, ist die thermoindustrielle Revolution, die es zum ersten Mal möglich gemacht hat, dieses kumulative Wachstum zu machen. Es sind Motoren, plus die Bestände an nicht erneuerbaren Ressourcen und die qualitativen Eigenschaften der mineralischen Ressourcen, die diesen Effekt gehabt haben, dass wir über lange Zeit so wachsen konnten und bei der Explorierung des Erdöls und Kohle, was immer, die Situation haben, dass wir mehr gefunden haben, als wir verbraucht haben. Also wir sind in dieser Logik drin über eine lange historische Zeit, wo die gesamte wirtschaftliche Entwicklung durch eine Ausdehnung der Eigentumsverhältnisse zusammen mit einer dauernden Ausdehnung der nicht erneuerbaren Ressourcen gleichzeitig diesen besonderen Wachstumspfad ermöglicht haben, den wir in unserer Gesellschaft kennen. Das ist eine historische Anomalie, die nicht generalisierbar werden kann. Und was aufgepasst werden muss, ist die Qualität der mineralischen Ressourcen ist dadurch gegeben. Es ist eine Bestandesströmungsgröße-Situation, die wir frei wählen können. Wir können auch die Zeitlichkeit frei wählen. Das ist nicht möglich mit erneuerbaren Ressourcen. Erneuerbare Ressourcen haben eine Obergrenze, sie können kein exponentielles Wachstum haben, sie haben auch die qualitativen Eigenschaften, dass sie nur dann funktionieren, wenn sie in den biogeochemischen Kreisläufen eingebettet sind. Das heißt, ein Tier kann nicht arbeiten, wenn es schläft und es frisst trotzdem. Das sind all diese Logiken, die, wenn Sie die anfangen zu studieren, aufzeigen, was die Begrenzungen erneuerbarer Ressourcen sind. Aber haben Sie keine Angst, ich lehre erneuerbare Ressourcen seit den 70er Jahren. Es ist jetzt nicht so, dass ich das... Aber wir müssen uns bewusst sein, was da auf dem Spiele steht. Und gleichzeitig erlauben nur nicht erneuerbare Ressourcen die volle Kapazität, Auslastung. Und wir dürfen nicht vergessen, dass als letztes ein Liter Erdöl enthält 23 Tonnen Biomasse, die über 1 Million Jahre transformiert worden sind. Machen Sie mal das mit der heutigen Landwirtschaft. Sie sind deshalb auch in der Situation, die Riesenverstädterung, die wir haben, die Abstraktion, die überall stattfindet, weil kein Kontakt mehr ist zur Natur,
lässt uns vergessen, was Möglichkeit und Grenzen dieser Ressourcen sind und wie viel es bedeutet, wenn wir wirklich uns umorientieren wollen, wenn wir die Antworten auf all die Fragen finden müssen, die kreativen Aspekte dessen, was wir auch entwickelt haben, halten können und die destruktiven, die uns diese ganze Zerstörung gebracht haben, besser kontrollieren können. Und wir ja, ich, gerne, ja, gerne, aber die Sonne scheint auch nicht immer, nicht wahr? Also das ist die, ich bin da, im Grunde habe ich den Überblick gegeben, ich kann vielleicht in der Diskussion nochmals zurückkommen auf diese Fragen. Das war dann.